Hier ist mal wieder ein freundlicheres Texture Pack, das heißt Slicks. Erstmal wieder zum Himmel gucken. Sieht ganz normal aus, also Sonne und Wolken und Hintergrund wurden nicht verändert. Das sagt von sich selber, dass es so besonders fließende Übergänge hat. Das sieht man zum Beispiel hier bei der Erde, was sie meinen, dass das hier tatsächlich richtig gut passt. Das, also nicht, dass es bei anderen nicht passt, nur es sieht tatsächlich irgendwie schon passender aus. Und wenn man hier jetzt mal den Grundstein nebeneinander setzt in einer Reihe, dann sieht man auch den Übergang, der sieht auch ziemlich fließend aus. Das sieht man hier an der Kante zum Beispiel auch, so sieht es dann ungefähr aus. Ja, das ist alles wieder ganz normal. Und zum Beispiel, um diese Übergänge auch hinzukriegen, haben sie Fackel, Kürbis und Kürbis kaum voneinander unterschieden. Also das hier ist ein bisschen dunkler, obwohl das hier eigentlich derjenige ist, der leuchtet. Hier ist jetzt eine Galaxie. Ein tatsächlich realistisches Feuer, Landschaft, Erdbeeren. Auch das hier kann man wieder durchgucken. Und auch hier sieht man wieder, was mit den Übergängen gemeint ist. Sieht alles, bewegt sich zum Beispiel auch nicht, damit die Übergänge nicht schlechter werden. Ja, es ist schon gut gemacht mit dem Ziel, was sie sich gesetzt haben. Das konnten sie auch umsetzen, das ist einfach fließend wirkt. Und wenn man hier sich jetzt mal auch die Sandfläche anguckt, das sieht wirklich sehr gleichmäßig aus. So, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, gehe ich auch zum nächsten Texture Pack über. So, und damit wieder bis zum nächsten Texture Pack.